Zuckerschnurren, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute begrüße ich euch zu einem neuen Whippin' Chat. Paint with me, klebt mit mir, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Heute wieder zum Butterfly Event. Den Zettel habe ich nicht heute hier. Jetzt wollte ich den eigentlich noch mit hinlegen, aber der ist mir irgendwie abhanden gekommen. Na, wartet mal, vielleicht habe ich ihn kommen. Auf jeden Fall möchte ich heute wieder mit euch painten. Ein Stückchen. Letzte Woche haben wir ja hier oben gepaintet. Ich habe die Reihe voll gemacht, weil eigentlich geht ja das Event seit dem 1. Mai bis zum 30. Juni. Das heißt, ich kann alle 2 Tage ein Feld painten und da liege ich gut im Schnitt drin. Aber ich painte nicht wirklich Feld für Feld. Ich habe mir jetzt wieder hier ein Stück mehr rausgenommen, abgeschnitten. Klappe das dann um beim Painten und deswegen entstehen dann halt immer Felder, mal ein bisschen was und mal wenig was und so weiter. Genau, da painte ich dann halt immer ein bisschen, was gerade geht. Als letztes habe ich im Garten gepaintet, da habe ich das voll gepaintet, was hier noch übrig war. Das Bild habe ich bei Instagram in der Story, auch bei Facebook gezeigt und auch in der Facebook-Gruppe von dem Schmetterlings-Event ist das dabei. Und ich habe auch hier noch weiter gepaintet im Garten. Und zwar am Christi Himmelfahrt. Da habe ich mir wirklich mal die Zeit genommen und mich hingesetzt und tatsächlich mal am Stück wieder mal eine gute Stunde, 1,5 Stunden gepaintet. Und es tat echt gut. Ihr Lieben, heute macht, glaube ich, meine Stimme nicht ganz so mit, wie ich das gerade merke. Aber wir werden sehen. Ich möchte heute mit euch über die Schmetterlinge reden. Ja? Die liebe Rabea hat mir gesagt, Mensch, wie wär's denn, wenn du den Butterfly-Tag machst? Natürlich machen wir den. Wir haben beide zusammen 8 Fragen zusammengekriegt. Ist gar nicht so einfach, wenn man sich überlegt, es geht um Schmetterlinge. Vielleicht fällt mir auch das ein oder andere noch ein. Auf jeden Fall möchte ich das heute mit euch machen. Alle lieben YouTuberinnen und YouTuber, die gerne mitmachen wollen, die Fragen stehen in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne den Schmetterlingstag mitmachen. Zum Beispiel, wenn ihr euer Schmetterlingsbild paintet, könnt ihr gerne die Fragen dazu beantworten. Natürlich seid auch ihr alle, die dazu gucken, aufgerufen, gerne in den Kommentaren ihre Antworten zu den Fragen, zu den Aussagen niederzuschreiben. Da freue ich mich natürlich und die Rabea auch. Und ja, auf jeden Fall wird das Video für das Butterfly-Event diese Woche sein. Wir haben jetzt Samstag Mittag, kurz nach dem Mittagessen. Alle ruhen sich schön aus. Mein Mann macht gleich Sport und dann gehen wir noch zu einem Geburtstag. Also ich kann euch nicht versprechen, wann das Video kommt, ob das direkt am Samstagabend jetzt erscheint, was jetzt Samstag ist, oder am Sonntag. Ich weiß es nicht. Wir werden gucken, wie ich es schaffe. Was ich euch sagen kann ist, mein Mann und ich haben nach den Tag nach Christi Himmelfahrt fleißig an meiner Homepage gearbeitet. Wir hatten die ja mal vorsichtig angefangen. Und jetzt haben wir mal weitergemacht und sind da auch ein gutes Stück vorangekommen. Aber ich kann euch sagen, die ganzen Artikel einpflegen, das wird noch ein bisschen Arbeit für mich, weil das werde ich tun. Aber ich freue mich drauf, ich freue mich riesig drauf. Bin jetzt am Überlegen, wenn ich jetzt schon einige Artikel drin habe, dass ich es einfach schon mal online stelle. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Also, wie es mal. Aber bitte weiterhin erstmal jetzt bei Facebook, solange ich euch kein Go gebe, dass die Seite online fertig ist. Aber vorher werdet ihr auch, glaube ich, nicht sehen. Ich werde das alles fertig machen und dann erst. Also, ist sonst, glaube ich, Blödsinn. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich den Schritt jetzt gegangen bin, dass wir den Schritt gegangen sind und dass wir jetzt, jetzt muss es wirklich hintereinander weggehen, weil jetzt habe ich soweit, dass ich auch schon bezahlt habe. Das heißt, mein Geld läuft. Also muss auch was reinkommen sozusagen. Und jetzt kann ich nicht sagen, jetzt hat noch Zeit. Nee, es hat keine Zeit mehr jetzt. Es muss bald passieren. Und ich freue mich drauf. Ist wieder eine interessante Aufgabe für uns, für mich. Ja, mein Mann liebt ja so Zeug,
basteln, am Computer rummehren und so. Ich ja nicht, aber dass es dann meine eigene Homepage ist, das ist schon was Tolles. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal das. Den da, wie, wo, was auch, VIP in Chat, klebt mit mir Paint with Me. Ich muss mal kurz schauen, welches denn überhaupt. Ja, das sind die Steine vom Butterfly Event. Das gehört nicht hier dazu, das gehört ja zu dem anderen. Dann habe ich beim Butterfly Event das Schiffchen von Stefan Flieger. Ich hatte beim Butterfly Event diesen Stift. Ich muss das mal jetzt dann sortieren hier. Ich habe ja in meinem Koffer die beiden. Dann das. Und natürlich Butterfly Hacks. Übrigens habe ich jetzt geguckt, die liebe Heidi hat Butterfly Hacks noch auf jeden Fall in ihrem Online-Shop da und vorrätig. Und sie hat jetzt wieder neue Düfte für den Herrn, für ihn. Finde ich total interessant. Da muss ich nochmal irgendwann stöbern. Also die lasse ich mir nicht allein. Ich habe da nämlich schon welche gesehen, wo ich dachte, oh, das möchte ich auch haben. Ob ich nur ein Mann bin oder nicht, das ist mir Wurst. Die brauche ich. Für mich natürlich wieder nur der Wachs und nicht das Tappi. Ne? Also die hat beides, die liebe Heidi. Genau. Ich fahre euch jetzt ein Stück runter. Achtung. Ich glaube, sie hat sogar neue Deluxe. Coverminder, wenn mich nicht alles täuscht. Waren das Libellen? Ich weiß es gar nicht. Da habe ich nämlich auch schon geliebäugelt mit. So, die Deluxe, das sind so eine großen hier. Ja, die sind aus ja, Metall, groß. Ja, genau. Und wie sie das auch immer macht, ist mir Wurst egal. Auf jeden Fall funktionieren die gut. Eine gute Idee gewesen mit dem, was sie hier unten reinklebt. Also, ich finde die toll. Ich finde die richtig schön. Und davon hat sie ganz viele verschiedene, viele Tiere und so. Ich überlege gerade, ich habe da. Ja, ich habe da noch. Den hatte sie auch mal. Den hat sie aber nicht mehr, das ist schade. Den finde ich total süß. Ja, und dann hat sie doch diese hier. Genau. Hat so einige noch da. Auch einige sind reduziert. Ihr müsst mal gucken bei der lieben Heidi da im Sale auch. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt neue Düfte für den Herrn. Und das gibt es auch noch. Da habe ich extra noch mal geguckt, weil ich letztens nicht genau wusste, ob sie es haben oder nicht. Und deswegen habe ich euch das jetzt mal noch gesagt. Ich drehe mein Blatt um. Mein Blatt, mein Bild. Hier vor. Hole mir meine Steinchen etwas näher heran. So. Dann brauchen wir unser gutes Covermeinchen. Der war mal, ich glaube, von Diamond Art Club. Bei mir im Shop gibt es noch die Schmetterlinge, alle vier noch. Also, die sind noch nicht alle. Da könnt ihr gerne noch mal gucken. Also, noch bei Facebook, ja. Und gerade jetzt, ja, ich habe gedacht, ich habe alle Steine davon erwischt, aber nein, sehe ich schon wieder, dass ich einen Stein nicht erwischt habe. Und diese Farbe, die wollte ich euch sowieso zeigen. Das ist die 718. Ich mache die kleiner mal ins Schiffchen. Ja, ihr seht, wie ich das manchmal mache, ne? Also wenn ich hier nur einzelne Steine oder auch mal 2, 3, 4, 5 muss rausnehme oder benötige, was ja bei so Konfetti-Bildern oft der Fall ist, dann kippe ich die nicht ins Schiffchen. Aber ich wollte euch diese Farbe zeigen. Das ist die 718. Und ich finde die so toll. Ich finde die richtig, richtig schön. Die hat sowas. Ja, weiß ich auch nicht. Kann ich nicht sagen. Ich finde die total schön. Ich kann es auch nicht beziffern. Das ist kein Pink. Das ist kein Rot. Das ist so ein kein Violett. Das ist so ein Kirsche? Kirsche könnte es sein, ja. Kirschfarben. So. Ich werde jetzt nehmen. Wartet, ich fahre euch mal noch ein Stück runter, weil sonst hängt ihr mir genau vom Gesicht. Hier sehe ich auch schon wieder zwei, die habe ich auch schon gemacht. Das ist immer sowas, was mich dann total ärgert. Dieses, guckt da schon genau und denkt, oh, alles geschafft. Jetzt da eine völlig komplette Ecke vergessen. Ich mir dachte, oh nee, was denn jetzt? So viele. So, jetzt können wir mal das Ad-Zeichen nehmen. Wo habe ich denn meine Legende? So ein Ad, das ist das Letzte.
das ich nicht gesehen habe. Das kippe ich aber ab, weil das sind einige hier. Hier kommen dann zwar auch noch welche hin, sehe ich gerade, die werde ich dann gleich noch mit bestücken. Also ich mache jetzt nicht, wenn ich hier Steine habe, von hier vorn, dass ich das hier hinten dann mache. Das mache ich eigentlich nicht. Aber wenn so größere Flächen sind, aber wenn das so vereinzelte Steine sind, wollte ich das schon machen. Habe es aber hier schon wieder vergessen, aber das ist nicht so schlimm. Heute habe ich, weiß gar nicht, hatte ich letztens die lilane Pinzette dabei? Das konnte ich gar nicht sagen. Die hat so leicht abgerundet. So, ihr Lieben, jetzt wollen wir mal den Butterfly-Hack. Butterfly-Hacks? Nee, das so heißt der Wachs. Oh, siehst du, Heidi? Ich träume noch von deinem Wachs, ganz ehrlich, ey. Mein Butterfly-Tag anfangen. Und zwar, denke ich, haben wir schöne Fragen zusammengekriegt. Und ich bin auch gespannt, wie alle anderen die so beantworten, weil das sind doch ein paar, ja, tolle Fragen. Also, das Erste. Wenn du ein Schmetterling wärst, wie würdest du aussehen? Ich muss euch sagen, ich habe mir die Fragen tatsächlich diesmal, sonst mache ich das eigentlich nicht, bewusst angeschaut, bevor ich das Video gestartet habe, um mir schon mal darüber ein bisschen Gedanken zu machen, weil ich finde, dass diese Fragen, also ich kann die nicht auf Anhieb beantworten. Und deswegen hatte ich mir schon mal ein bisschen ein Köpfchen gemacht, aber so richtig, ja, mal gucken, was rauskommt. Also auf jeden Fall, wie würdest du aussehen, wenn du ein Schmetterling wärst? Boah. Also meine Lieblingsfarbe an sich ist ja Türkis. Und jetzt so hätte ich gesagt, Türkis mit Pastell lila Punkten, so Pastelllila, noch so ein sachtes Lila. Aber das passt eigentlich ja gar nicht zusammen, finde ich. Also Türkis und Pastelllila. Hm. Und auf jeden Fall hätte ich auf einem Flügel ein rotes Herz. Und warum hätte ich das dort? Weil das für meine Omi und für mein Obi steht. Hm. Das hätte, so hätte ich gern ausgesehen. Beziehungsweise würde ich gern aussehen. Und da ich eh nicht mit der Mode mitgehe und mir das alles pupsegal ist, mittlerweile, was andere dazu sagen, wo ich rumrenne, ist mir das auch egal, ob das Türkis zu meinem Pastelllila passt und mit meinem roten Herz. Ich möchte einfach so aussehen als Schmetterling. Ja. Das gefällt mir. Genau so würde ich aussehen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Also da bin ich echt gespannt, was ihr so für Farben, ob ihr nachgeht, wie es aussieht oder ob ihr eure Lieblingsfarben nehmt oder, Entschuldigung. Das war ein Nieserchen. Ja, danke, danke, danke. Ja, genau. So würde ich aussehen. Interessante Farbgebung, aber mal schauen. Weil eigentlich sieht es ja gar nicht so schlimm aus. Ne? Wenn ich so ein Pastelllila nehme, ist das so fast Pastelllila, so ein helles. Und hier, Moment. Das habe ich jetzt ein bisschen abgedämpft. So. Wir haben jetzt hier tatsächlich alle Ads weg. Dann schiebe ich mal das hier auf und du willst noch mitmachen. Ja. Auch eine interessante Farbe, finde ich hier. 3608 in AB. Hm. Na, wo ist denn jetzt mein... Ah, hier hinten. Hier habe ich auch noch zwei. Hier sehe ich gerade, da nehme ich lieber. Ach, hier sind ja noch mehr. Seht ihr hier? Die hätte ich fast, die hätte ich überall übersehen. Die zwei, ja, die habe ich gesehen. Also, nee. So, Frage 2. Wo oder auf welche Blume würdest du dich niederlassen und deine Sommerflugpause einlegen? Puh. Ich bin ehrlich, ich will es immer noch nicht. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich habe lange, lange schon überlegt vorhin. Es ging mir eine ganze Weile durch den Kopf. Und ich kann euch keine Blume sagen, auf der ich wirklich unbedingt mich niederlassen wollte. Also zumindest, ah, doch wieder Instagram, zumindest
Also ich liebe ja Gerberas. Das sind meine absoluten Lieblingsblumen. Aber so richtig auf der niederlassen wollte ich nicht. Mir gefallen ja auch diese Hortenzien. Und ich finde, wenn ich da als türkiser Schmetterling mit den pastelllila Farben auf so einer lilanen Hortenzie mich niederlasse, sieht das bestimmt toll aus, oder? Ich glaube, so würde ich es machen. Ja, ich würde mich auf eine Hortenzie niederlassen. Das war jetzt eine schnelle Eingebung. Die sind doch meistens am besten, oder? Bleiben Pech und Pandamelli. Ihr seht, es geht weiter damit. Bloß gut, dass schon viele Steine weg waren. Und viele Steine abgekippt, reingefallen sind. Habe ich hier noch was? Nein. Ich habe hier unten, sehe ich noch eins. Glitzern. Ja, bloß gut, dass die glitzern. So. Ich würde jetzt mit euch das Lila hier weitermachen. Ja, das machen wir so. Dritte Frage. Welches ist deine absolute Lieblingsfrühlings- bzw. Lieblingssommerblume? Puh. Ja, also. Ich überlege. Eigentlich sind doch alle Blumen schon da, ne? Sind eigentlich alle Blumen da? Also wie gesagt, ich liebe Gerberas, aber das ist ja nicht wirklich eine Frühlings- und Sommerblume. Das ist ja eine Blume, die ist immer gut. Und deswegen entscheide ich mich für die Narzisse, für die Osterglocke. Tulpen sind auch ganz toll. Und ich weiß auch, dass Heidi bestimmt die Tulpen nimmt. Und ihre Kombi lila und weiße Tulpen, die finde ich auch klasse. Finde ich richtig toll. Die hat nämlich meine Tochter mal von ihrem Freund bekommen. Eine richtig tolle Mischung. Ja, muss ich sagen. Also, ich würde sagen, ich bleibe bei der Narzisse, bei der Osterglocke, weil ich finde die einfach schön. Ich finde die einfach richtig toll. Ja, so machen wir das. Und ich finde, da muss ich euch gleich mal erzählen, da war ich vielleicht so 4 Jahre vielleicht. Da stand ich wirklich im April mit meinem Schneeanzug im Schnee und die Tulpen guckten raus. Das ist echt krass. Also sowas gab es auch früher schon, ja. Das ist jetzt nicht jetzt nur jetzt so, das ist schon immer so. Ja, fand ich sehr... das Bild gesehen habe, dachte ich echt, ich sehe das nicht richtig. Also ich kenne das Bild ja nur schon lange, aber das finde ich, das ist so ein Bild, was hängen geblieben ist, ne, von den ganzen Bildern, die man je gesehen hat von sich selber. Aber das ist so ein Bild, wo ich mir denke, wow, das ist echt krass. Da kam echt nochmal Schnee und die Tulpen stehen da im Schnee, die Armen. Das fand ich sehr spannend. Da werden sicherlich auch die Osterglocken schon da gewesen sein, dann war. Ja. Jetzt kommen ja die Pfingstrosen, die finde ich auch schön. Muss ich euch sagen. Die Pfingstrosen im Garten, die finde ich auch schön. Mein Mann sagt, das heißt Christrosen. Ich sage, das heißt Pfingstrosen. Sind das jetzt zwei verschiedene, wisst ihr das? Also ich weiß es nicht. Ich hab gesagt, dass die Pfingstrosen sind schon da. Da sagt mein Mann, hä, das sind doch Christrosen. Aha, okay. Wie denn jetzt? Keine Ahnung, also mit Blumen kenne ich mich da auch nicht so aus. Ich finde zum Beispiel auch die Blume, weiß ich auch nicht, wie die heißt, ist auch so eine Frühlingsblume, die ist so lila, die hat so wie kleine Bobbles. Die ist so ein bisschen länglich, die Blüte, und so kleine Bobbles dran. Die finde ich ja auch schön. Ich muss jetzt doch mal meine Nase ein bisschen... fertig. So, was hat man jetzt? Frage 3. Frage 4. Wann? Ach nein. Das kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Kennt ihr das? Oh. Warum faszinieren dich Schmetterlinge? Also wenn sie dich faszinieren, ja. Mich faszinieren Schmetterlinge tatsächlich, weil die so zart sind. Ne? Diese
zarten Wesen, die da durch die Lüfte fliegen, die einfach wie so ein Blatt Papier ungefähr sind, das finde ich total fast, also das finde ich echt krass. Deswegen finde ich faszinierend, nämlich so schön, so sehr, so schön. Dass ich auch mal nicht gedacht hätte, dass das so ist. Irgendwas knallt hier draußen. Also in meiner Wohnung. Ja, keine Ahnung. Wieder macht man manchen Sport, aber da eigentlich nicht. Ja, also wie gesagt, weil die so zart und dünn sind, so. Und dann können die so schön durch die Lüfte schweben. Sich von Blume zu Blume setzen. Oh, herrlich. Herrlich. Ja, genau. Deswegen faszinieren die mich so. Eigentlich wäre das doch mal ein toller Tausch. Ja? Einen Tag Schmetterling. Oh. So, Frage 5. Würdest du lieber für dich alleine durch die Welt reisen oder mit anderen Schmetterlingen zusammen? Ich wollte eigentlich noch mal googeln, wie das so bei Schmetterlingen ist, ob das so Alleingänger sind oder ob die lieber zusammen mit jemandem sind, weil eigentlich sieht man die immer alleine. Ich weiß halt noch nicht, das bestimmt ein Holosteiner. Ich weiß halt noch nicht, ob die dann nicht so weit weg sind, die anderen, und man halt nur einen sieht oder so, ne? Oder ob die wirklich so viel alleine durch die Gegend reisen. Ich muss sagen, ich glaube, ich wäre lieber alleine. Ich denke auch, dass das viel den Charakter widerspiegelt, ne? Also ich bin ja sowieso so ein Typ, der alleine ist gerne mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ja immer Trubel ist bei uns, durch unsere Kids, durch die Arbeit und so, ne? Aber ich bin gerne alleine. Wie ich es letztens schon sagte, ne? Also ich habe ja nicht Ruhe gemacht, als ich mal 2,5 Stunden alleine war. Oh, es war so schön. Ja, es kommt wieder der Zweifel von einer Mama raus, die sich da ja an sich zweifelt, wenn man sagt, es war so schön mal ohne Kinder. Aber ich habe das jetzt schon oft gehört von anderen auch. Und natürlich kommt dann irgendwas, dass das so geworden. Ach nee, ich schweife ab. Nee, das will ich heute gerade nicht. Ja, also ich würde lieber alleine fliegen. Und dann lieber mal zwischendurch jemanden treffen. Oh, von mir aus auch dann ein Stück zusammen, aber ansonsten, nee, ich lieber alleine fliegen. Kann ich mir meine Blume aussuchen? Ja, genau. So würde ich das machen. Aber halt nur, wenn ich weiß, dass ich jemanden treffe. Also ich möchte schon jemanden ab und an mal treffen, weil sonst fühle ich mich ja dann doch einsam. Na, wenn man jetzt so nicht, da geht man mal, ja, man trifft sich mal da wo oder mit den Schulen oder was weiß ich. Wir waren gestern zu einem Benefiz Stage oben. Genau, Benefiz Stage oben. Hatte die eine 9. Klasse organisiert von der Schule meiner Tochter. Also von der Jüngeren. Wo mein Sohn dann auch hinkommt. Ja, da habe ich auch mit einer Mama mich ordentlich unterhalten und das ist dann mal schön. Aber ich bin nicht der Typ, der so auf Dauer so viel mit anderen zusammen sein möchte. Es gibt ja viele, die das brauchen und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich brauche es aber nicht. Mein Mann, der ist auch gerne, oh, das ist schon, ach, das ist schon gerne mit anderen zusammen und ja, sperre ihn nicht zu Hause ein. Werde ich nicht tun. So, jetzt nehmen wir hier diese Mistgabel. Oder eher das Zeichen von Ariel, ihrem Papa, oder?
Na, wo haben wir es denn? Das ist der Ohrenlila. Hä? Mann, Mann, Mann. Ah, hier hat 15. So, das können wir raus tun. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wenn es mit rausfällt, dann fällt es mit raus. Dann nehme ich es jetzt auch raus. Aber leider noch drin. Und hier ist ja auch nichts mehr geladen. Ne? Die Steine hier sind jetzt entladen. Ja. Da ist nichts mehr. Und das Tuch ist halt trocken. So, nächste Frage. Nimmst du dir Zeit, Schmetterlinge zu beobachten? Mittlerweile ja. Also das muss ich euch sagen. Ich habe das nie gemacht. Ich habe das gesehen und dachte, oh, schön Schmetterling. Okay, weitergehen. Bist im Stress. Du hast keine Zeit. Du kannst dich da nicht. Das interessiert dich überhaupt nicht so, ne? Ich habe mich da nie für interessiert und das habe auch nie wirklich geguckt. Aber seit der Mutter-Kind-Kur nehme ich alles bewusster wahr. Also mir hat die wirklich was gebracht. Das hätte ich nie gedacht. Aber ja, wenn ich jetzt irgendwo bin und das sind Schmetterlinge und ich nehme mir dann einfach die paar Minuten. Die sind so schnell wieder weg, die Schmetterlinge. Und warum sollte man diesem kleinen, zarten Wesen nicht mal zugucken? Als wir mal im Urlaub waren, ich glaube, da waren wir in Altenberg, da habe ich da auch zugeguckt. Und das ist total faszinierend, total schön. Und das war, nachdem wir zur Kur waren. Und da habe ich dann gemerkt, dass mir die Kur wirklich was gebracht hat. Na, das ist nicht dieses Hektische im Urlaub immer. Und ich habe dann wirklich auch abschalten, was ist abschalten, vielleicht nicht, aber doch abschalten auch schon besser als sonst, aber bewusster wahrgenommen. Wie war das immer? Achtsam mit sich umgehen. Das ist schwierig. Aber, also wie gesagt, wenn ich einen Schmetterling mittlerweile sehe, dann bleibe ich auch mal stehen. Also die Zeit muss ich mir einfach nehmen. Es sei denn, ich habe wirklich Termindruck oder so. Aber nicht, weil ich denke, oh, ich muss das heute noch schaffen und das heute noch schaffen im Haushalt oder so, ne? Nee, dann nicht. Das nicht, aber ja, da kann ich dann auch mal stehen bleiben. Und ich finde, das solltet ihr alle auch, wenn ihr das noch nicht macht. Ihr bereut das nicht. Glaube ich nicht. Ja, wenn ich manchmal irgendwo quatsche, dann denke ich mir, toll, das war schön. Aber was hätte ich jetzt alles geschafft in der Zeit? Kennt ihr das? Ja, und so war das halt auch, wenn ich gedacht hätte, hey, Schmetterling zugucken. Ah nee, also ganz ehrlich, das geht jetzt gar nicht. Auch wenn die Kinder dann stehen bleiben, wo man denkt, oh Mann, ich muss doch aber weiter und bleibt stehen. Das kommt nicht wieder. Ich kann euch das nur raten. Ich habe das auch zu wenig gemacht, mit den Kindern stehen zu bleiben. Am Anfang ging das immer noch, ne, als man zu Hause war in der Elternzeit. Da habe ich das immer gemacht mit meinen Kindern. Aber dann, wo es so losging, ne? Kindergarten, Schule, naja, arbeiten gehen, da war das dann nicht mehr so der Fall. Ja, also oft nicht der Fall, ne? Also ich war, glaube ich, eine der Mamas, die oft im Kindergarten noch geblieben ist mit den Kindern, weil wir das durften, auf dem Spielplatz weiterspielen. Aber ja, das war auch das dann. Genau. So, jetzt sind wir schon bei Frage Nummer 7 von 8. Was bedeutet ein Schmetterling für dich? Beziehungsweise hat der Schmetterling eine Bedeutung für dich? Verbindest du etwas mit einem Schmetterling? Ich ja. Also erstmal hatte ich ja gesagt, ne, ich finde die so schön zart, so schön, so, ach so. Ja, es ist einfach ein Tier, was ich sehr bewundere. Und was ist denn das? Hier sind die Zahlen vertauscht. Aber ich habe jetzt die richtige. Und ich finde, dass ein Schmetterling, also ich finde, wie gesagt, Schmetterlinge toll. Ich finde sie tolle Wesen. Und ich habe so diese Entwicklung eines Schmetterlings, finde ich so faszinierend. Aus der Raupe, aus einer
nicht schönen Raupe. Und die sind ja wirklich nicht schön. Entsteht ein wunderschöner Schmetterling, egal welcher. Die sind, finde ich, alle toll. Ich rede nicht von Motten, ich rede von Schmetterlingen. Motten finde ich auch nicht schön. Aber wenn ich mir das so überlege, oh, herrlich, wie das sich so entwickeln. Und das finde ich so faszinierend. Und ich verbinde das eigentlich, diese Entwicklung des Schmetterlings, ist wie so die Entwicklung unserer Kinder. Na, die sind Raupen, die sind, ich sage jetzt mal, die sind gefangen unter unserer oder in unserer Erziehung sozusagen, ne? Also die werden von uns großgezogen. Die sind dann wie in so einem, wie eine Raupe. Sage ich jetzt einfach mal so. Und dann werden sie älter und älter und älter, schlüpfen dann aus ihrem Kokon raus und werden dann irgendwann, wenn sie groß und reif und alt genug sind, zu einem wunderschönen Schmetterling, der dann einfach davonfliegt, der dann das Haus verlässt, der seine eigene kleine Welt für sich erschafft. Eigene Wohnung, ne, Partner, eigene Familie gründet und dann ist der Schmetterling ausgewachsen. Und damit verbinde ich das und ich finde das wunderschön. Und dann kommt irgendwann wieder eine kleine Raupe auf die Welt. Und dann geht das Spiel von vorne wieder los. Ist zwar kein Spiel, aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? Diese Entwicklung. Ich wollte jetzt nicht sagen, hier von einem hässlichen Entlein zum schönen Schwan, weil das ist ja nicht so, ne? Ich habe das schon damit verbunden, die Raupen, dass die ja auch zu Hause sind, dass die unter unserer Hand groß werden, sozusagen, ne? Dass wir ihnen das ja alles mitgeben, was wichtig ist, oder zumindest das Beste versuchen. Was wir draus machen, da haben wir dann sowieso keine Handhabe mehr. Von was sie sich beeinflussen lassen, aber die fliegen dann einfach weg. Die sind dann irgendwann so, dass sie dann einfach weggeflogen sind. Als ein ausgewachsener Schmetterling. Und deswegen finde ich die so toll auch, die Schmetterlinge. Das kann man da mit, finde ich, so sehr verbinden. Und da kommen wir auch gleich zur achten Frage, zur letzten Frage. Habt ihr schon mal Schmetterlinge gezüchtet? Ich werde bestimmt nicht fragen, was? Ja, also wir haben das schon. Wir haben das tatsächlich schon. Wer Interesse hat, ich kann euch da auch eine Internetseite geben, wo man die kaufen kann, die Raupen. Das ist kein Witz. Die werden dann verschickt als Raupe. Und dann habt ihr das ganze Zubehör dazu und könnt dann eure Raupen züchten. Total faszinierend. Also ich finde das wunderschön, auch für die Kinder, wenn die das so sehen. Darauf aufmerksam bin ich geworden bei meiner letzten Arbeitsstelle, die eine Lehrerin hatte, das Set gekauft und hat das mit den Kindern im Klassenzimmer verfolgt. Und weil ja das Thema Schmetterlinge in der Grundschule behandelt wird. Und ich fand das total faszinierend, dachte, das brauchen wir auch. Naja, und das haben wir dann auch gemacht, ne? Corona war dann so unser Schmetterlings. Die Schmetterlingszucht in Corona-Zeiten. Und die Kinder fanden das alle toll. Na klar, sieht es komisch aus. Und man muss auch sagen, die bluten sogar, wenn die schlüpfen. Ne? Das ist auch nicht ohne, wenn man das sieht. Wir wollten das seit damals der Lehrerin von meiner jüngeren Tochter. Also ich wollte das finanzieren für die Klasse. Die Lehrerin wollte das aber nicht. Frag mich bitte nicht, warum. Könnten ja welche sterben und dann liegen die einfach so drin. Ja, entschuldige, aber das gehört halt zum Leben dazu, ne? Und auch zur Raupe und zum Schmetterling.
Und auch unsere Kinder müssen das. Also egal. Wir hatten das jedenfalls zu Hause. Bei uns hatte sich, ich glaube, 5 Raupen waren das. Und eine Raupe hatte sich nicht entwickelt. Die ist einfach nicht weitergewachsen. Hat sich demzufolge auch nicht entpuppt. Aber die anderen. Und dann kann man die halt freilassen, ne? Wenn die denn, wenn ihr die ordentlich gefüttert habt, die kriegt ihr dann so eine Zuckerlösung mit und auch Tipps, was man noch geben kann. Und also es war eine richtig tolle Erfahrung und ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, es ist jetzt nicht das Billigste, was man sich so, also, ne, aber ja. So, und die Lehrerin von meinem Sohn dann, die hat gesagt, ja, das wäre toll und das machen wir und das haben wir gemacht. Und ich habe das Set der Lehrerin von meinem Sohn sozusagen der Klasse gesponsert, sodass sie da die Schmetterlinge züchten konnten und die fanden das alle total toll. Und das meine ich, ne? Das ist halt, wenn man schon Eltern hat, die sagen, ach Mensch, ich übernehme das Geld, damit die Kinder was Tolles sehen, ja, dann weiß ich nicht, warum man als Lehrerin dann Nein sagt, ne? Das ist ja jetzt auch kein großer Aufwand gewesen. Da kann man ja schließlich auch die Kinder dazu animieren, wenn sie in die Schule kommen, morgens zu gucken, ob da alles in Ordnung ist, da ein paar Tropfen Zuckerlösung reinzumachen und ja. Aber egal. Auf jeden Fall, die Lehrerin von meinem Sohn hat das gemacht und war auch sehr dankbar. Und dadurch hatte ich jetzt das Set. Na, weil da hatten wir ja so ein Nestnetzgerät irgendwie, wo man dann, wo die dann drinne sind, ne, so ein Faltsack, wie auch immer er steht. Kann man reingucken. Genau. Und dann hatte ich das Set jetzt da und dann kann die für ihre nächste Klasse einfach nur die Raupen nachbestellen. Die kommen dann mit der Zuckerlösung, die man ja auch am Ende selber machen kann. Und dann brauchst du nicht das ganze Set neu bestellen. Also ich finde das total toll, muss ich sagen. Und ich finde das eine tolle Art, dann im Unterricht das so anschaulich zu machen, wenn man den Schmetterling behandelt. Da gibt es auch noch andere Tiere, ich glaube Heuschrecken und so, die man da auch bestellen kann und aufwachsen sehen kann. Ich hatte noch irgendwas, wo ich dachte, oh, das könnte ich vielleicht auch noch mal, aber das habe ich jetzt doch sein lassen. Ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mich an. Ich schreibe euch die Internetseite. Und da könnt ihr da gerne mal stöbern. Es ist wirklich eine tolle Sache. Gerade für Grundschüler, 3. Klasse, glaube ich, ist das Thema in Behandlung. Da, ja. Weil die nur zu Hause züchtet oder der Klasse überlässt, das, wir hatten beides. Weil wir das eine ja eher hatten durch unsere Tochter, ne, haben wir das ja zu Hause gemacht, weil die Lehrerin nicht wollte. Und mit unserem Sohn, da haben wir das ja der Klasse geschenkt. Und da hat er sozusagen zweimal miterlebt. Wir haben dann auch als Klasse den Schmetterling Namen gegeben. Das fand ich total süß. Und haben sie dann zusammen fliegen lassen, als es so weit war. Ne? Ist eine tolle Aktion. Finde ich schön. Hat die Lehrerin echt top gemacht. Aber ihr wisst ja von meinen Reden, dass die Lehrerin von meinem Sohn absolut top ist. Die kann niemand übertreffen. Also absolut niemand. Wüsste nicht wie. Wir freuen uns schon. Mal gucken. Also ich freue mich. Was wir freuen uns schon. Ich meine, ich freue mich schon für die Kinder, die dann die gute Frau als Lehrerin kriegen, wenn mein Sohn dann diesen Sommer die Klasse verlässt. Da bin ich echt. Ich freue mich für die Kinder, ja. Aber wir gehen ja mit einem weinenden Auge. Wir gehen nicht mit einem lächelnden Auge. Nee, nee. Da gehen wir wirklich mit einem weinenden Auge. Und das liegt einzig und allein an dieser Klassenlehrerin. Das ist echt krass. So ein Lehrer und so eine Lehrerin einfach. Wie man die ins Herz schließen kann, ja. Also ich habe ja meine Klassenlehrerinnen auch alle gemocht. Aber es gab auch so eins andere Lehrerin, die nicht so toll war oder Lehrer. Aber meine Klassenlehrerinnen waren beide toll.
Aber ja. Eine große, die war heute wieder arbeiten. Ich glaube, die ist gerade nach Hause gekommen. Die musste heute schon um 9. Da hat sie welche stöhnt. Oh, war es um 9 schon zum Samstag? Oh nee. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe gesagt, hä, bitte was? Ich sage, du mit deinen 2, 3 Tagen, die du noch in der Schule gehst, da kannst du auch eine Zeit ausstehen, also in der Woche schlafen. Oh, die wird sich umgucken, ey, dass diese Zeit ausstehen muss. Wenn die FSJ beginnt, oh wei, oh wei. Das wird sehr interessant. Hochinteressant. Wisst ihr was? Am liebsten würde ich jetzt mit euch noch stundenlang quatschen, damit ich ja painten kann. Aber ich muss tatsächlich jetzt bald Feierabend machen. Och, nö, ich habe eigentlich gar keine Lust aufzuhören. Ach, ich habe ja jetzt das Butterfly-Event hier, ne? Wo ich jetzt painte. Was ich jetzt zeige. Sozusagen. Dann habe ich ja noch das Fantasy Mystery Event. Da bin ich auch dabei. Da komme ich gut voran. Und dann habe ich ja noch das Strawberry Time Event. Und das Bild, das raubt mir jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe jetzt überlegt, mir die Kästchen kleiner zu machen. Ich habe einfach keine Lust mehr. Das macht keinen Spaß. Vielleicht macht es dann in der Mitte mehr Spaß. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Lust dran verloren. Also, wie gesagt, schon, ne? Also ich war von vornherein klar, dass ich das Bild nicht schaffen werde. Das ist einfach der Ding der Unmöglichkeit gewesen. Hat es ja angefangen, weil es schon so ewig im Stash liegt. Jetzt weiß ich, warum es so ewig im Stash lag. Aber, ja. Ich weiß es noch nicht. Ich habe seit Tagen nicht dran gepinnt. Ich habe eine Reihe fertig. Das sind 5 Felder. Wow. Und 30 hatte ich. Also habe ich noch 25 Felder vor mir. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da müsste ich jetzt Tage durchpinken. Und das kann ich nicht. Und ehrlich gesagt will ich das nicht bei diesem Bild. Und dann ärgert mich das halt, dass ich dann kein Finish habe diesen Monat. Nie ein Finish. Mal die beiden Bilder nehme ich ja dann noch mit in den Nuni rein. Bin aber sogar überlegen, dass ich das hier, weil das. Mal gucken, vielleicht doch zu Ende painte. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Hat ja nur so viel Konfetti, ne? Das ist ja nur nicht meins unbedingt. Aber ich habe ja da einige Bilder, die da so viel Konfetti haben. Und eigentlich macht mir das ja Spaß, aber wenn man dann doch zu viel. Und immer wieder wechseln muss, finde ich das auch nicht so schön. Ich versuche immer zuerst die Farben zu machen, die wo mehr Steine sind, ne? Und dann halt die, wo wenig Steine sind. Aber meistens muss ich ja auch die nochmal rausholen, die ich schon gemacht habe, weil ich irgendwas vergessen habe. Aber ich habe das schon mitgekriegt. Bei anderen YouTuberinnen und YouTubern ist das genau dasselbe. Ich freue mich immer, wenn ich nicht die Einzige bin. Da ist er weggehopst. Da ist er weggehopst, nicht die. So, man macht jetzt Sport. Das heißt, es dauert ein bisschen. Und könnte ich doch dann tatsächlich noch ein bisschen weiter painten. Oh. Ich habe heute noch ein bisschen aufgeräumt in meinem Zimmerchen. Was weggeräumt, was ja nicht reingehört. Damit ich etwas mehr Ablage habe. Aber das ist in so einem kleinen Zimmer ja echt nicht wirklich möglich, mehr Platz zu schaffen. Ich habe jetzt zu meinem Mann gesagt, ich brauche irgendein Regal an die Wand, wo ich meine ganzen Gnome mal hinsetzen kann, weil irgendwie stehen die hier überall und aber ich habe eigentlich dafür gar keinen Platz. Also der Platz ist ja da, da sitzen die.
Aber den könnte ich gut für was anderes mittlerweile nutzen. Und deswegen muss man irgendwie ein Regal an die Wand. Nur weiß ich noch nicht wo. Weil ich habe ja nicht viel Platz an der Wand, weil ich ja nicht so viel Wand habe. Der einen Seite stehen ja die ganzen Regale mit den Produkten. Und mein Painting-Zeug, naja, das ist halt abbeengt. Aber ich bin ja froh, dass ich überhaupt mittlerweile. Hier, eins, zwei. Mittlerweile mein eigenes Reich habe. Das ist richtig toll. Dann habe ich nur meinen Kindern zu verdanken, weil die gesagt haben, die gehen ein Zimmer. Mittlerweile ist es so, dass sie manchmal sagen, oh, wie wollte ich mal? Ja, habe ich letztens gesagt zu meinem Sohn. Ja, dann sagt er seiner großen Schwester, dass er ausziehen muss. Nein, das will ich nicht. Ja, dann muss man das so beibehalten. Ja, dann ist das so. Nee, das ist auch nur aus Spaß gesagt zu ihm. Ja, im Endeffekt, ja, daran hapert es jetzt. Sobald sie ausgezogen ist, kriegt er sein Zimmer wieder zurück. Sein eigenes und. Aber wir werden sehen. Wir wollen ja nichts überstürzen. So, ihr Lieben, ich würde jetzt tatsächlich das Video beenden. Vielleicht pinte ich noch ein bisschen weiter, aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß, ich habe so andere Sachen noch zu tun und dann bin ich so der Typ, ja, wenn ich das weiß, dann habe ich dann auch keine Ruhe. Deswegen setze ich mich dann gerne an die Kamera und Filme, weil den Content brauche ich ja. Jetzt brauche ich aber noch mal den Stein hier. Und da muss ich ja dann pinden, in Anführungsstrichen muss. Und nehme mir dann die Zeit. Das ist eine tolle Ausrede. Ha, die ist doch echt cool. Ich mehr noch ein bisschen was machen hier. Nicht mehr allzu viel, aber ein bisschen noch was. Aber da werde ich euch jetzt nicht weiter mitnehmen. Also wie gesagt, ihr könnt den Butterfly Tag gerne mitmachen, Video drüber drehen, Fragen beantworten oder ihr beantwortet mir die gerne in den Kommentaren. Und ja, ansonsten kann ich euch sagen, dass ich euch einen wunderschönen Tag wünsche, einen wunderschönen Abend. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellys Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.